Draußen feuchtnass und trist im polnischen Katowice. Drinnen Klimakonferenz, die 24. Die Zeit drängt wie nie, es zählt jede Minute. Überflutungen in Frankreich und Italien. Heftige Stürme auf den Philippinen. Verheerende Brände in Kalifornien und der dürre Sommer 2018 in Europa, Asien und Australien. Die Erde hat sich seit Beginn des Industriezeitalters bereits um mehr als 1 Grad erwärmt. Konsequenzen treten schon jetzt deutlich zutage. All diese Bilder verdeutlichen, was der Weltklimarat vor wenigen Tagen nochmals wissenschaftlich bestätigte. 2016 waren wir bei 1,3 Grad über dem vorindustriellen Level. Wir sind also schon an unserem Limit. In naher Zukunft wird es einen Tag geben, an dem die Temperatur mehr als 1,5 Grad darüber liegen wird. Damit ist der Maximalwert von 1,5 Grad Erwärmung bis zum Jahr 2100, auf den sich die Länder 2015 in Paris mit Begeisterung geeinigt hatten, heute schon fast erreicht. Noch bevor es überhaupt ein Regelwerk gibt, wie die weitere Erwärmung gestoppt werden soll. Der Klimawandel wartet nicht auf die Politik. Die Klimaschutzpläne der einzelnen Länder werden uns, wenn man alles zusammen addiert, zu 3 bis 4 Grad Erwärmung bringen. Die nationalen Ziele müssen überprüft und verschärft werden. Und der Wind weht in die andere Richtung. Letztes Jahr kündigten die USA ihren Ausstieg aus dem Klimaabkommen an. Vor wenigen Tagen der nächste schmerzhafte Stich. Der neu gewählte brasilianische Präsident Bolsonaro ist Klimaschutzgegner. Für ihn hat Landwirtschaft Priorität. Brasilien zieht sein Gastgeberangebot für die Klimakonferenz 2019 zurück. Gleichzeitig erreichen die Abholzungen im Amazonas-Regenwald das größte Ausmaß seit 10 Jahren. 60% dieses wichtigen Ökosystems liegen in Brasilien. Das Land spielt eine Schlüsselrolle im Klimaschutz. In Europa gilt ausgerechnet Polen, der Gastgeber der Konferenz, als Bremser. 80% des Stroms wird in Polen mit Kohle erzeugt. Zum Konferenzauftakt: Proteste gegen die Kohleförderung der Regierung, sowohl in Polen als auch in Deutschland. Die Forderung: Auch Deutschland sollte dringend seine Hausaufgaben machen. Von den 10 Kohlekraftwerken mit den meisten CO2-Emissionen in Europa liegt eines in Polen, 6 liegen in Deutschland. Einen Kohleausstiegsplan will die deutsche Kohlekommission erst im Frühjahr vorlegen. So schwierig die Ausgangslage in Katowice, so hoch gesteckt die Ziele. Ein verbindliches Regelbuch soll verabschiedet werden. Es soll Berichtspflichten und Transparenzregeln enthalten, um die Staaten bei ihren Klimaschutzerfolgen zu prüfen und miteinander vergleichen zu können.